Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder eine neue Folge der Issa Immobilien. Heute eine wunderschöne Immobilie auf CB7 zu erreichen unter PH Bunker TV2. Weil auf CB7 mache ich es immer nicht auf mich selber. Ich möchte da immer nicht meine Plots verschieben. Wir haben hier einen kleinen Adminrand von Zwieback. Ne? Ist auch witzig zu erwähnen. Und hier haben wir die Immobilie. Ist die Immobilie vom 11.11.2020. Besitzer ist der liebe Bunker TV2. Startgebot sind 200k. Und hier seht ihr wieder aktuelles Gebot von und wie viel K. In den Streams springe ich wieder hier runter und überprüfe hier unten immer, was geboten wurde. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch mal das Grundstück. Und zwar handelt es sich um ein ausgehöhltes, komplett ausgehöhltes 6er-Merch. Ich zeige hier mal ein bisschen die Vegetation und die Bauten. Ne? Und danach zeige ich euch die ganz interessanten Sachen auf dem Grundstück. Aber erstmal das Oberflächliche. Ich denke mal, ein paar Leute von euch werden schon gesehen haben, warum der Preis hier bei 200k anfängt. Mehr gibt es hier eigentlich schon nicht zu zeigen. Ne? Also es sind ein paar Ruinen, Burgruinen verwuchert. Ne? Oben ist auch ein bisschen was gebaut. Da können wir ja mal hingehen mit P-Mittel. P-Mittel, zack. Dann sind wir hier oben auf einer kleinen Netherfestung. Kann man auch noch auf jeden Fall was draus machen. Sieht gar nicht schlecht aus, noch nicht ganz fertig. Aber ja, darum geht es nicht. Es geht nämlich um Folgendes. Wir gehen nochmal am Anfang zum PH und dann zeige ich es euch. Ich hoffe, ich kriege es zusammen. Wir haben nämlich hier einen Wolfspawner. Der ist gerade auf Passiv, aber den kann man auch deaktivieren und wieder anmachen. Oder halt ein anderes Ei reinplacen. Dann haben wir hier einen Schafspawner. Der ist gerade auf Passiv. Hier sind die Upgrades. Top-Lage XP auf 1, ansonsten leider nichts. Dann haben wir hier... War jetzt der nächste Spawner? Der war hier hinten irgendwo, glaube ich. Jetzt habe ich mich verlaufen. Er war ein bisschen versteckter. Versteckter. Aber ich glaube, hier ist... Ja, da ist er. Da ist der nächste Spawner. Und zwar haben wir hier nochmal einen Villager. Da habe ich keinen Zugriff drauf, aber das ist halt ein aktiver Villager. Da kann man dann auch nochmal umbauen, wie man möchte. Folglich auch keine Upgrades hier. Trieft ein bisschen, ist aber nicht schlimm. Und hier haben wir dann nochmal einen vierten Spawner, einen Cobblestone-Spawner. Und hier haben wir Drop-Upgrade-Lager jeweils auf 1, Drop sogar auf 2. Lager nicht auf 2, XP auf 2. Und hier den Rest haben wir nicht, aber XP ist noch auf 3 und sogar auf 4. Ne? Also ein paar Upgrades in dem Spawner am Start. Hier ist wieder ein 6er-Merch, komplett ausgehöhlt. Wir springen hier auch nochmal runter, dass ihr das sehen könnt. Kann man auf jeden Fall was draus machen. Und wie gesagt, das Interessanteste sind halt die 4 Spawner, die man in der Theorie natürlich auch zu 4 Cobblestone-Spawner machen kann. Oder wer darauf Bock hat, kann auch den Schaf-Spawner hier hinten natürlich behalten. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zu dem Grundstück. Wenn ihr bieten wollt, bitte einfach ein Item signieren mit Slash sein, eurem Gebot, was ihr abgeben wollt, dann hier in diesen Trichter rein. Wenn ihr nicht signieren könnt, dann einfach, ein Item umbenennen mit eurem Minecraft-Namen und jeden Tag in den Livestreams überprüfe ich dann die Gebote. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Was auch immer ihr macht, habt Spaß dabei und hier nochmal ein Level Up. Ring. Macht's gut und bis zum nächsten Video oder in den Livestreams. Ciao, ciao.